Wir schauen einfach so rein. Hallo Sarah, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Hi, ja, mir geht's gut, alles Besten. Selbst auch. Klar, wir Ja, freuen uns. Wir sind fit, aber wir strahlen jetzt natürlich nicht so wie du. Ja, sind natürlich nicht so schön rausgeputzt. Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast und wir dich mit ein paar Fragen löchern dürfen zu deiner beziehungsweise eurer Teilnahme an Temptation Island. Wir fangen erst ein bisschen chronologisch an, die Standardfragen. Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, an Temptation Island VIP, nee, Temptation Island VIP, an Noch Temptation nicht. Island teilzunehmen? Weil für uns ist das so, oh mein Gott, wie kann man nur seine Beziehung Ja. aufs Spiel setzen? Aber dazu wirst du uns jetzt hoffentlich mehr erzählen. Also, Nico kommt ja so ein bisschen aus einer Reality-Familie und war Bisschen. dementsprechend schon ja, mit dem Ganzen ein wenig bekannt und hatte auch immer so den Wunsch oder hat immer so den Wunsch, in die Fußstapfen von seinem Vater treten zu können. Und da war es natürlich bei ihm mit irgendwelchen Dating-Formaten schwierig, ja, weil wir ja schon seit fast 3 Jahren in einer Beziehung sind. Ja, und Temptation hatten wir immer geguckt. Also wir waren schon immer Leute, die viel Reality-TV geguckt haben. Und ja, hatten auch öfters mal so spaßeshalber darüber gesprochen, ja, wäre das nicht auch was für uns? Und ja, irgendwann haben wir eine Anfrage dazu bekommen und uns dann auch beworben. Ja, und Ja. dann war das Ganze schon irgendwie so. Dann seid ihr ja tatsächlich die Ersten, zumindest aus dieser Staffel, die eine richtige Anfrage bekommen haben. Bei den anderen klang es nämlich bisher so wie, na, dann haben wir uns einfach mal beworben. Ja, wir sind tatsächlich damals angeschrieben worden, ob wir uns das vorstellen könnten. Witzigerweise hatten wir ja vorab auch schon darüber immer halt aber mehr so ein bisschen spaßeshalber gesprochen. Und als dann die Anfrage kam, ob wir uns nicht bewerben wollen und dann zum Casting kommen wollen, haben wir gedacht, ja, dann machen wir das jetzt einfach mal. Man kann ja mal zum Casting gehen, guckt sich das Ganze mal an, hört sich das Ganze an. Und ja, so war das dann. Kannst du sagen, wer von euch der Part war, der vielleicht mehr gezweifelt hat, oder wart ihr beide sofort total into it? Ich glaube, anfangs waren wir beide noch so ein bisschen, ja, nein, vielleicht. Aber dann nach dem Casting war, glaube ich, mehr so der Part, der gesagt hat, ob ich mir da so ganz sicher bin, ob das so alles zu uns passt, ob wir als Paar überhaupt in so ein Format passen, habe ich so ein bisschen gezweifelt dran. Aber ja, die Gelegenheit, die war halt da und die Neugier war dann auch halt geweckt und umso mehr man sich darüber dann so Gedanken gemacht hat, umso spannender wurde das Ganze auch und ja. Hätte ich noch eine kurze Frage. Kam dieses ganze oder die Anfrage oder das Casting, war das vor Ninja Warrior oder danach? Weil Nico hat doch auch an Ninja Warrior teilgenommen. Hast du ihn da nicht auch unterstützt gehabt? Richtig, genau. Ninja Warrior. Das muss ich überlegen. Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, nee, dass wir zu Temptation gehen, wussten wir schon, als wir bei Ninja Warrior waren. Okay. Ja. Okay. Ich hätte sonst auch gedacht, dass sie darüber sich gedacht haben, eigentlich Ja, die zwei wären noch ja, perfekt, ja, ja. aber wenn es andersrum war. Ja, und dann frage ich mich immer, was sitzen wir Füchse bei Ja. RTL? Wie kommen sie halt auf euch? Ich wusste, bei so Thorsten Legert Söhne gar keinen Plan von Ich wusste nicht gehabt. mal, dass er Söhne hat. Ja, nee, doch, das wusste ich, aber so, ja, gar kein Schimmer, praktisch von euch Sag gehabt. uns nochmal, wie lange wart ihr zum Zeitpunkt, wo es dann wirklich losging, zusammen? Weil bei euch, es ist, glaube ich, das einzige Paar, zumindest bei der Vorstellung, wo Nico zum Beispiel meinte, wenn wir das hier schaffen, könnte ich mir einen Heiratsantrag vorstellen. Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre circa, ein Paar. Gerade dann denke ich mir immer so, ey, ihr seid quasi so kurz vorm letzten Step. Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr braucht noch mal diesen Test? Was heißt brauchen? Also, wir sind ja dann
2019 zusammengekommen und da fing ja dann auch direkt Corona an. So, und wir wohnen ja hier in einer relativ kleinen Gegend. Das heißt, man kennt hier viele Menschen vom Hören und Sagen und halt Gerüchteküche und so. Und ich wusste, dass Nikos Vergangenheit halt nicht so ganz ohne ist, dass Nico immer so ja diesen klassischen Fuckboy-Ruf hatte, mit vielen Frauen, Mädels hier schon Kontakt hatte etc. Und so ein paar Zweifel waren da halt dann schon immer da, aber ich habe ihm auch vertraut und habe auch nie mir Gedanken gemacht, mich irgendwie zu vergleichen mit den Frauen, die er vor mir hatte, weil jeder Mensch darf und kann ja mal eine wildere Zeit haben und irgendwann kommt der ja richtige Mensch, mit dem man sich dann halt auch gerne ändert. Und ja, aber richtig in Party und weggehen konnte ich ja Nico auch nie sehen, weil ja halt direkt Corona war, wir viel zu Hause waren, viel Zeit für uns auch hatten. Und das war natürlich noch jetzt mal eine ganz, ganz neue Erfahrung, Nico auch mal unter solchen Bedingungen sehen zu können. Und du sagtest zwar gerade so, vielleicht gab es so ein paar kleine Zweifel, aber gab es denn tatsächliche Zweifel an seiner Untreue vor Beginn der Show? Oder beziehungsweise Nein. an seiner Treue, eher so gesagt? Also, es ist schwierig zu sagen, ich bin nicht irgendwie dahin mit dem Gedanken, ja, es könnte sein, dass Nico mich betrügt oder mir fremd geht oder ähnliches. Das habe ich nicht geglaubt, aber einfach zu sehen, wie sehr er sich doch im Griff hat, das war spannend halt. Ich wusste ja auch, dass Nico unter Alkohol immer sehr, ja, außer Kontrolle geraten kann. Das war halt auch so ein Punkt, wo ich einfach wissen wollte, wenn ich ja mit meinem Partner eine Zukunft plane, dann möchte ich ihn auch, weiß ich nicht, feiern gehen lassen, trinken gehen lassen und einfach sein eigenes Ding auch machen lassen können und ihm trotzdem trauen können. Und das war so ein Punkt, der mir halt gefehlt hat, weil ich ihn öfters im betrunkenen Zustand gesehen habe und dabei war und wusste, dass er dann zum ganz anderen Menschen werden kann. Wie war das dann für dich jetzt schon die ersten Folgen? Man hat ja gesehen, da wurde schon tief ins Glas geguckt, da wurde mal auch hier auf dem Schoß gesessen und alles. Da hatte man sich vielleicht nicht so im Griff unter Alkohol. Ja, wie war das für dich? Ja, enttäuschend halt, weil er mir ja versprochen hat, und er das ja auch mehrmals in die Kamera sogar gesagt hat, dass er es mir zeigen will, dass er sich da für mich, für unsere Beziehung geändert hat. Und ja, das ist dann halt Worte und Taten so. Er sagt das, macht aber das. Und das war für mich dann schon natürlich ziemlich traurig. Mich hat das auch heruntergezogen und ich dachte mir so, ey, wir haben so eine schöne und tolle Beziehung, wir haben Pläne, wir sind so ein wirklich harmonisches Paar und dann machst du jetzt sowas, obwohl du jetzt gerade die Chance hast, mir das beweisen zu können. Da war ich schon echt sehr, sehr traurig drüber, ja. Völlig verständlich. Du sprichst ja auch gerade eure Pläne an. In eurem Einspieler klang es so, wie ihr wollt ein Haus bauen. Ich glaube, in den ersten paar Minuten bei Nico in der Villa klang es so, wir haben schon angefangen. Ja. Kannst du uns kurz noch mal dazu abholen? Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wovon Nico da gesprochen hat. Okay. Also versucht sich selber bei den Frauen gleich sozusagen, nee, Ja. ich bin schon dabei. Die erste Mauer ist Genau, oben. kommt nicht angefangen. Ja. Also keine Ahnung, er hat mal mit meinem Vater eine Gartenhütte gebaut. Ich weiß nicht, ob die gemeint war. Das wäre Meint er richtig hier mit. lustig. Das ist gut. Ihr könnt schon mal einen Schuppen im Aber Hauptehaus. Du sprichst auch gerade deinen Vater an und nun hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass Nikos Vater ja nun auch in der Öffentlichkeit steht. Wie haben denn eure Eltern
das Experiment angesehen als solches und wie sind die Reaktionen bisher auf die ersten Folgen? Meine Eltern haben mit diesem ganzen Reality, Instagram und alles, die kennen das halt gar nicht. Die leben da in einer ganz, ganz anderen Welt. Und wenn ich denen davon irgendwas erzähle, haben die da auch nicht wirklich Verständnis für. Aber meine Eltern stehen immer, egal was ich mache, hinter mir. Und die haben gesagt, wenn du meinst, das machen zu müssen, dann mach das. Wir sind für dich da, egal was da halt kommt. Und ja, so ist es bis heute auch. Mein Vater sagt da nicht so viel zu und meine Mutter, die ist wirklich so nach jeder Folge bisher habe ich von der eine 2-3-minütige Audio bekommen von mein Schatz, ich bin so stolz auf dich, du machst das so toll und so und ja, das ist dann schon schön und das ist mir natürlich auch ja wichtig, dass meine Eltern weiterhin stolz sind. Und weißt du, wie Thorsten das so sieht bisher, das Verhalten seines Sohnes? Weißt du dazu irgendwas? Nee, dazu weiß ich nicht. Und auch damals, als wir zu Temptation gegangen sind, da wusste ja Nikos Vater gar nichts von. Ach krass. Aha. Ah ja. Kann ich auch nie vorstellen, dass Thorsten sagt, na klar, mein Junge, gehst du Weiß da mal ich rein? nicht. Ja. Naja, gut. Also, das war zu dem Zeitpunkt, da waren die ein bisschen verstritten. Und Nico hatte zu dem Zeitpunkt bereits schon. Ich weiß nicht mehr, wie lange genau, ich würde jetzt mal schätzen, so ein halbes Jahr circa, mit seinen Eltern keinen Kontakt mehr. Und dementsprechend wussten die Eltern oder der Vater da auch nichts von. Okay, krass. Wir kommen jetzt mal zurück Ja, von den, also von den ja. Eltern weg, nochmal wieder zu Temptation Island. Gab es in deinem Kopf so einen Moment, wo du sagst, wenn das passiert, dann werde ich abbrechen oder hast du alles komplett auf dich zukommen lassen? Nee, ich habe das eigentlich alles komplett auf mich zukommen lassen. Ich war ja da, um seine Treue zu testen und auch nicht nur die Treue, sondern einfach auch, ob er sich wirklich geändert hat, um das halt zu testen. Aber mir jetzt so wirklich einen Punkt gesetzt, wo ich jetzt sage, okay, wenn dieser Punkt da ist, dann ist hier Ende. Das habe ich nicht, nein. Und hast du es aber auch so gesehen, dass Temptation Island in dem Sinne nicht der Realität entspricht, also so wie draußen in Deutschland, dass man dann vielleicht an mancher Stelle nochmal nachsichtiger ist? Oder ist es für dich so, wie du machst eigentlich keinen Unterschied? Klar, man ist bei Temptation Island ja unter anderen Bedingungen, als wie man Ja. jetzt im Alltag ist. Und dass er dort viele hübsche Frauen kennenlernt, mit denen gemeinsam wohnt, entsprechend auch mit denen Gespräche führt, Kontakt hat, klar. Und auch, dass, sage ich mal, gefeiert wird, getrunken wird, miteinander getanzt wird oder man sich in den Arm nimmt, all diese Dinge. Man kennt ja die Staffeln zuvor und weiß, was dort halt so passiert ist. Und das sind natürlich Sachen, die von vornherein klar sind. Aber es ist natürlich immer, kommt es darauf an, auf welcher Basis das Ganze geschieht und wie Nico auch mit dem Ganzen halt umgeht. Es geht ja nicht darum, was jetzt die, sag ich mal, Frauen dort machen, sondern es geht darum, wie er damit umgeht. Und ja. Ist ja eigentlich trotzdem ein ganz guter Test. Also, weil so, na klar, in dieser Zahl wahrscheinlich nicht jetzt außerhalb, dass da irgendwie wie viele Verführer sind es? 15? 10? So viele da auf einmal da sind. Aber die Situation könnte ja die gleiche bleiben. Mal weg von Nico, wie groß hast du selber bei dir das Potenzial eingeschätzt, verführt zu werden? Als du alle Verführer gesehen hast, war Und da als einer dabei? das deine erste Einschätzung und vielleicht auch nachdem du dann schon mehrere Bilder von Nico gesehen hattest, dachtest du dann so, okay, jetzt bin ich auch so lost gerade, wenn mich jetzt hier einer einfängt, ich kann für nichts garantieren. Ich habe von Anfang an die ganzen Jungs dort wirklich alle als Kumpels einfach nur gesehen. Ich habe die alle gesehen als coole Männer, mit denen ich da eine witzige Zeit habe. Und ja, das war's. Da war jetzt keiner, wo ich mir gedacht habe, ja, mit dem kann ich mir jetzt vielleicht auch was vorstellen oder ähnliches mal.
soll es ja auch sein. Ja, also, ja, aber das haben wir halt so wenig. Ja, also wir haben alles Mögliche an Frauen und an Männern schon erlebt, ja, die dann sagen, selbst wenn ich es mir nicht vorstellen kann, jetzt ist hier Rachekurs angesagt und let's go. Kommt sowas wie Rache für dich in Frage? Also nicht, also ja, wenn du jetzt sagst, ja klar, Rache definitiv, aber vielleicht, dass du denkst, nö, jetzt stichel ich auch ein bisschen und will ein paar Bilder liefern, aber bleib noch in den Grenzen. Oder willst du lieber mit gutem Beispiel vorangehen? Also ich kann das verstehen, wenn man Rache nehmen möchte. Aber ich bin eher der Typ Mensch, der sich dann zurücknimmt, weil ich mir denke, wenn ich doch jetzt meinen Weg genau so weitergehe hier, dann mache ich ja für mich persönlich, für unsere Beziehung alles richtig. Und warum sollte ich ihm jetzt auch Dinge geben, die er mir vorwerfen kann oder ähnliches? Deshalb, nein, kam für mich nie in Frage, da jetzt irgendwie Feuer mit Feuer zu bekämpfen oder irgendwie Rache nehmen zu wollen, ja. Wie viel hat denn auch so dieser eventuelle Fame ausgemacht bei euch als Grund der Teilnahme? Weil wir wissen ja, bei einem anderen Paar zum Beispiel, na klar, Lorraine, die hat Bock auf Fernsehen, die will da am Start sein und das ist auch vollkommen legitim. War da bei euch auch so ein bisschen, ob jetzt bei dir oder bei ihm, so der Wunsch da, vielleicht auch nochmal woanders dran teilzunehmen? Oder einfach die Influencer-Karriere oder Insta zu starten? Also, ne, ist ja legitim. Also ja, wie ich gerade schon am Anfang gesagt habe, wollte Nico ja immer so in diese Reality-Branche auch reinkommen. Die Möglichkeit war allerdings nie dafür da und für mich war es zum einen so, dass ich meinen Partner natürlich stützen möchte und auch helfen möchte und wenn er da jetzt mal in Verbindung mit mir halt die Chance kriegt, dann klar, da bin ich da offen für. Aber abgeneigt war ich davon natürlich auch nicht, wenn ich jetzt sagen würde, boah, Reality und Instagram, ich hasse das, dann sage ich von vornherein nein. Und ich dachte mir, okay, mach einfach mal und du bist ja am Ende zu nichts irgendwie gezwungen. Du bist ja jetzt nicht dazu gezwungen, dass du danach Influencerin oder ähnliches werden muss. Du kannst am Ende die Chance nutzen und entweder wird's was oder halt nicht. Aber ich habe mein normales Leben, meinen normalen Job und damit bin ich auch sehr, sehr glücklich. Schön. Wir müssen leider noch ein Thema ansprechen, weil wir es auch bei Breaking Trash hatten. Ja. Auch wenn das jetzt schon abgeflacht ist und auch wir unsere Meinung natürlich bei vielen Pärchen geändert haben. Es geht um das ganze Thema, wie viele Fake-Beziehungen mittlerweile entstehen, eventuell um an solchen Formaten teilzunehmen. Und auch über euch beide ging ein WhatsApp-Chat rum, der uns auch geschickt wurde. Von Menschen, die da in eurem näheren Umkreis, also in diesem, du hast ja vorhin selber gesagt, dörflichen oder Kleinstadtcharakter leben und die sich auch gefragt haben, okay, keiner hat mitbekommen, dass die beiden ein Paar sind. Man hat dann jetzt nur gehört, nach der Show sollte es einen Heiratsantrag geben, aber jeder sagt, das ist ja eigentlich nur gerade für Fame. Möchtest du dazu was sagen? Was für ein WhatsApp-Chat denn? Den habe ich ja noch nicht mal gesehen. Kannst gerne eine Breaking Trash-Folge von uns nachschauen. Da haben wir den auch veröffentlicht, ja. Also ja, könnt ihr den mir auch mal schicken, würde ich mal gerne sehen. Ja, können den noch finden. Ja, haben wir bestimmt noch irgendwo. Ja. Aber ja, so wie du halt gerade schon gesagt hast, da hieß es halt irgendwie, ja, wir haben die nicht zusammen gesehen oder sonst irgendwas. Die sollen ja angeblich schon so lange zusammen sein, bis hat keiner mitbekommen hier in der Umgebung. Nun ist halt auch, du hast selber schon gesagt, Corona war am Start und du hast vorhin auch von dir auch schon gesagt, hier gibt's viele Gerüchte und so. Würdest du es also auch einfach als so ein Quatschgerücht abstempeln? Ja, also ich kann irgendwie, dass die Menschen das so ein Stück weit denken, verstehen, weil wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, dass ich das jetzt vielleicht gucken würde und ich selber damit befasst wäre und sehen würde, was einfach schon die ersten drei Folgen da alles lief und wenn man jetzt auch dann nochmal den Vorspann für die vierte Folge sieht, wild, dann würde ich wahrscheinlich das Gleiche denken. Aber ja, ich kann nur sagen, Nico und ich sind ein echtes Paar und dahinter ist ein Punkt und mehr gibt's dazu auch eigentlich nicht zu sagen.
Ja gut, dann hast du es jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal klargestellt für alle Zweifler noch da Ja, draußen. ich habe ja sogar letztens in einer Fragerunde noch Bilder gepostet, also so Beziehungsbilder. Und ich hatte sogar auch nochmal geguckt, wir waren noch vor dem Dreh von Temptation in Urlaub damals auf den Kanaren gemeinsam und habe da auch noch Bilder von. Und ja, wenn das vielleicht irgendwann nochmal in so einer Fragerunde oder ähnliches hochkommt, ich denke, dann werde ich sowas auch nochmal posten, weil wie gesagt, ich kann es ein bisschen verstehen, dass die Menschen so denken bei den Aktionen, die da gerade laufen. Ich finde es aber halt auch irgendwie schade, dass man so denkt, ja, weil es halt einfach nicht so ist. Ja. Man sieht ja, das auch anhand der Reaktionen bei euch Mädels, nach Ja. dem Lagerfeuer seid ihr wirklich niedergeschlagen. Du bist auch richtig niedergeschlagen, traurig. Und ich meine, Tatum und Lorraine lenken sich dann auch mal ab mit Party und lassen so die Sau raus. Du, wie du auch schon gesagt hast, gehst dann eher den anderen Weg und ziehst dich etwas zurück. Was hat dich in der Villa trotzdem irgendwie vielleicht auch noch hoffen lassen? Einfach, also ist es dann, sind die Gedanken so wie, okay, es wird manches blöd zusammengeschnitten, aber dann, manches kann man auch nicht so zusammenschneiden. Ich hoffe einfach beim nächsten Lagerfeuer auf keine Bilder oder auf bessere Bilder. Und wer war dir da besonders eine Stütze in dieser Zeit? Auf bessere Bilder natürlich, man hofft immer drauf, aber man kennt das Format ja auch. Und wenn man die Staffeln vorab gesehen hat, weiß man ja auch, dass auch oftmals gute Dinge passieren, die einem aber eben halt nicht gezeigt werden. Und dass die Dinge, die halt gezeigt werden, auch oftmals noch schlimmer geschnitten sind, als wie sie wirklich sind. Und ich glaube, damit habe ich mir versucht, gerade die ersten Tage alles so ein bisschen schönreden zu Kann wollen. man denn irgendwie die Zeit neben den ganzen schönen Bildern und wahrscheinlich auch den Gedanken, die man sich ständig macht, auch irgendwie noch genießen? Ja, doch schon. Also, ich meine, man hat da eine wunderschöne Villa, also unsere auch Ja, die Männer hat zumindest. irgendwie, unsere Unsere hatte so ihren eigenen Charme, ne? Sagen wir es mal so. Ja, aber ich meine, es waren tolle Mädels, es waren tolle, tolle Jungs. Wir haben gefeiert und wir hatten auch Spaß. Wir haben super, super Gespräche geführt. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Für mich war das ja auch mit Kameras und Mikros und all dem Ganzen was komplett Neues. Es ist natürlich auch viel an ja Erfahrungen, die man dann halt sammelt. Ich habe eigentlich noch eine andere Frage, die jetzt hier gut anschließen Ja. würde, aber was mir wirklich immer auf der Seele brennt, ist, man sieht die Bilder, man hofft, nächstes Mal kommen bessere, man hofft trotzdem noch, man geht gestärkt hier raus. Denkt man aber in dem Moment auch schon so, oh mein Gott, ich hoffe, ich kann diese Bilder auch irgendwann wieder vergessen, weil man hat es ja trotzdem gesehen und egal, wie sich das die Zeit dann noch entwickelt und ob der Partner weiter übertreibt oder eben nicht. Man hat einmal diese Bilder im Kopf. Denkt man in dem Moment in der Villa schon so weit, ob man jemals über Ja. die Bilder hinwegkommt? Ja, also der Punkt, der kam dann schon. Ich habe ja auch viel versucht zu unterdrücken und war aber auch schon sehr enttäuscht davon, dass einfach innerhalb der ersten Tage schon für mich so extrem viel Klärungsbedarf da ist. Und mir war halt dann schon relativ früh klar, dass ich nach diesen zwei Wochen Nico nicht super freudig in die Arme hüpfen kann. Und das war halt schade, weil das einfach mein Wunsch gewesen wäre, dass ich ihn vermisse, dass er mich vermisst und wir uns dann wiedersehen, uns freuen, uns umarmen und einfach ja zusammen glücklich sind. Und das war halt schon nach kürzester Zeit nicht mehr gegeben und es war halt entsprechend schade auch. Aber du hast dir zu dem Zeitpunkt schon noch gedacht, okay, irgendwie wird das mir erklären können. Also du hast jetzt noch nicht Stand jetzt abgeschlossen und gesagt, okay, ich glaube, wir gehen hier nicht zusammen raus. Du hattest schon noch. Nein, ja.
Und würdest du jetzt rückblickend Freundinnen dieses Format empfehlen und sagen, doch, da egal wie schlimm es ausgeht, man lernt aber seinen Partner wirklich besser kennen und Sich den selber wahren, wahrscheinlich sich auch. selber, die eigenen Grenzen? Oder sagst du, nee, Temptation Island VIP brauche ich nicht? Ohne VIP. Ja, nee, VIP braucht sie nicht. Ach so. Für sie nicht mehr VIP und Ja. generell empfiehlt sie es ja somit dann Ja. auch keinen anderen. Also Okay. auch keinen Temptation Island Normalo. Doch, ich würde es schon empfehlen. Was? Also, ich dachte mir immer so, also Temptation Island hat ja immer so dieses Vorurteil, man geht dahin, um seine Beziehung zu zerstören. So. Ich aber überhaupt gar nicht so. Ich dachte mir von Anfang, also als ich dann ganz am Anfang damals mir begonnen habe, darüber wirklich Gedanken zu machen, dachte ich mir so, okay, Sarah, zu verlieren hast du nichts. Wenn du deinen Partner hier hast, mit dem du dein ganzes Leben lang verbringen willst, dann schafft der das locker. Ja, es macht auch Und wieder Sinn. ja, klar. ja, so, weil das ist so dieses. So dieses, ich will ja meinen Partner frei lassen können. Also er soll ja machen und tun können und ich möchte ihm ja trotzdem trauen können. Und wenn es der Mann ist, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen möchte, der mit mir sein ganzes Leben verbringen möchte, dann steht der das locker durch. Und am Ende kann ich aus dieser ganzen Sache eigentlich nur schlauer rausgehen, weil entweder weiß ich, okay, ich habe hier einen super Kerl, ich habe hier eine super, super Beziehung, ich kann den feiern lassen, muss mir überhaupt keine Gedanken machen. Oder ich weiß, dass ich in den letzten Jahren eine rosa-rote Brille trug und das leider nun mal vergeudete Zeit war. Also egal, was passiert, ich kann danach eigentlich ja nur schlauer sein. Wenn man das so sehen kann und nicht Ja. zu viel Angst hat vor diesem Schmerz, den man sich ja eventuell aussetzt, ist das eigentlich ganz Ja, schön. Und das naja, stimmt klar. auch. Ah, okay. Hast du jetzt noch was, was dir auf Nee, der Seele mir brennt? brennt nichts mehr auf der Seele. Erstmal. Fürs Erstmal. Erste. Mir auch, hast du noch irgendwas, was du gern loswerden wolltest? Ja, so einiges, aber das darf ich alles noch nicht Noch eine Frage. erzählen. Ja, also wir wollten ja erstmal so einen Grundstock Schon mal jetzt vorfühlen. schaffen, vorfühlen, genau, damit wir dann später uns hoffentlich trotzdem nochmal zusammenfinden und dann vielleicht nochmal auf ein paar Aussagen aus diesem Interview von dir eingehen können, Oh ja. weil wir wissen ja auch noch nicht, was uns noch Richtig. erwartet mit dir und Nico. Ich glaube, es wird Ja. noch wild. Kannst du uns vielleicht eine kleine Sache sagen? Kommt noch irgendwas, wovor du Angst hast? Einfach nur ja oder nein? Ja. Das zu gehen. Okay. No, Mann, Okay. no. Okay, gut, Sarah, danke nochmals für deine Ja. Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Wir hoffen, wir quatschen, wenn es mehr gibt, ob jetzt nochmal übers Interview oder Livestream oder so. Aber ich denke, da wird noch Klärungsbedarf da sein, bei uns auf jeden Fall und bei dir hoffentlich auch. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ihr lieben Leute, falls ihr Sarah noch nicht folgt, der Instagram-Name ist Hier hier eingeblendet. eingeblendet Oder hier. oder bei Sarah. Oder folgt ihr bitte, folgt auch gerne unserem Kanal, falls ihr dies noch nicht tut. Liken, teilen, Kommentieren, kommentieren abonnieren, Temptation Island gucken. Und das und war's. sammelt schon mal Fragen an Sarah, falls wir sie noch mal sehen. Tippt die mal hier rein in die Kommis. In diesem Sinne, seid so, wie ihr bleibt. Tschüss.